Hallo und willkommen zum Vlogmas Tag 5. Ich suche gerade mein Pferd. Ich bin mal wieder auf der Wiese und will den Ia holen und ich sehe ihn noch nicht. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt gleich, aber seitdem der eine Decke drauf hat und ich ihn die gewechselt habe auf diese schwarze, finde ich ihn immer nicht. Keine Ahnung. Und er guckt aber auch nicht, wenn man ihn ruft, weil er sich denkt, warum soll ich denn gucken? Und Leckerlis füttern will ich aber nicht auf der Wiese, weil dann kommen nämlich immer alle angestürmt und wenn es glatt ist, oder auch für die Menschen, die dann kommen, dann herrscht so eine Unruhe in der Herde und das mag ich überhaupt nicht. Deswegen füttere ich auch keine Leckerlis, wenn ich ihn hole. Ja, und ich glaube, ich habe ihn aber entdeckt. Er steht nämlich, glaube ich, am Heu. Und da werde ich ihn jetzt mal einsammeln und dann tun wir was. Und da ist er. Guckt mal, er frisst. Und er hat seinen Eskadron-Halfter an. Das hatten wir schon länger nicht mehr an, aus der Schoko-Chip-Kollektion. So, Ia und ich sind jetzt in der Halle. Und komm, ich führe ihn jetzt mal ein bisschen warm und dann steige ich auf und dann reite ich noch ein bisschen Schritt. Denn ich will euch gleich noch was zeigen, meine neue Gamaschen. Und ich weiß, da werden sich jetzt die Geister drüber streiten. Der eine wird sagen, oh mein Gott, wie kannst du sowas nur kaufen und dein Pferd anziehen? Und die anderen werden sagen, oh, wie mega cool. Ich finde sie mega cool und sie müssen ja mir gefallen. Aber ich zeige sie euch jetzt mal. Meine neuen Gamaschen, guckt mal. Knallpink von Professional Choice und ich finde, sie passen sehr gut zu ihr. Wow, da ist er und so sehen sie aus. Juhu, und uns gefallen sie. Ia und ich sind jetzt fertig mit der Arbeit und ich bin mega stolz auf ihn. Er hat jetzt 5 Tage gestanden, aber er war total artig, war ein kleines bisschen so ungymnastiziert, aber gut, nach 5 Tagen Pause, das ist bei dem immer schnell. Und, aber er war super lieb, weil da ist ja die Halle offen hinter uns und die LKWs fahren da halt lang und er war total artig. Also ein ganz toller Ritt und jetzt steige ich ab und jetzt kommt er noch unter das Solarium. Und danach bringe ich ihn dann, glaube ich, schon in die Box, weil bestimmt gleich auch die anderen reinkommen. Und sonst geht er nochmal auf die Wiese. Und dann holen wir mal den Großen zum Inhalieren und ich will dem den Schweif waschen. So, Leute, der Ia steht jetzt unterm Solarium und macht Wellness und er dampft. Und ja, jetzt gehen wir gleich dann noch und holen den Großen. Aber Ia machen wir jetzt erstmal fertig und stellen ihn dann auch schon mal in die Box, denke ich. Es ist nämlich schon kurz vorm Dunkelwerden. Und dann geht's weiter mit dem Großen. Boah, das wird jetzt schon so schnell dunkel immer. Und da kommt schon die Lassie, da. Die Heukops sind schon drin. Granada ist schon schnell drin rein. Granada ist schon schnell rein. Und Lassie kommt immer hinterher. Die ist ja schon 28, die wird bald 29. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die hört nicht mehr so gut. Also früher ist sie immer gekommen, wenn ich geklopft habe. Sofort war sie quasi die Erste. Und jetzt, ich habe das Gefühl, sie hört das irgendwie nicht mehr so. Erst wenn Granada loslatscht, dann rafft sie so, ach, es gibt was. Und dann kommt sie auch. Naja. Und jetzt können die beiden Mäuse es ganz in Ruhe fressen und ich nehme den Großen jetzt noch mit. So, der Große ist jetzt fertig geputzt und war unterm Solarium, hat inhaliert und jetzt gehen wir zurück in den Offenstall. Und von da aus melden wir uns dann nochmal. Er kommt dann ja, in den Stall, weil da schläft er ja über Nacht und der kommt in meine Box und dann lasse ich die Mädels noch raus und dann geht's nach Hause. So, Leute, ich habe alles geschafft. Hier steht das Pferd von meiner Mami und Socke ist auch hier. Socke, was ist denn los? Bleib hier. Socke will jetzt auch nach Hause und damit verabschieden wir uns von Vlogmas Tag 5 und wir hoffen, es gefällt euch. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben, hinterlasst gerne ein Abo, wenn ihr noch nicht Abo von unserem Kanal seid und dann sehen wir uns morgen an Vlogmas Tag 6. Bis dann, ciao!